Die Tür ist wieder zu. Es ist auf Zeit. Walking Laser Sights. Die Musik ist geil. Ich liebe sie auch. Sorry. Genial. Ja. Was tust du da? Wow, du bist out of bounds. Toll. Schön, du hast das Game gerade verglitscht. Du kannst direkt laden. Warte, ich krieg das wieder hin. Du bist out of bounds, Bruder. Ja. Ja. Oh nein. Genial. Kurz das Lied triggern. Ja. Hast du den Hebel jetzt betätigt? Nee, nee, das mache ich jetzt. Das Lied ist so geil. Mhm. Oh, wir haben das Map-Pack nicht mehr eingesammelt. Lol. Speicher schnell. Okay, speichern. Oh no, das sieht nach einem Abschnitt aus, der wird ja lustig. Oh, hier oben drauf ist Loot. Alles klar. Yo, ausrasten. Töte ihn doch erstmal. Was tust du? Yo. Ich kann nicht absteigen, es geht nicht. Yo. Ich kann nicht. Es lässt mich nicht. Ich steck fest. Ich kann auch keine Waffe ausrüsten. Ah, jetzt. Hä? Ich bin doch abgestiegen. Leben, 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 leben. Okay, wie kriegen wir das hin? Die Musik wird uns leiten. Komm schon, ich hol mir seinen Jetski. Jetski? Was? Snowmobil. Komm schon. Vielleicht eine Waffe nehmen, die Schaden macht? Die macht Schaden. Okay, vielleicht nicht so viel. Automatik-Pistols vielleicht? Du bist tot. Vielleicht nicht genug, ist sehr gut. Spann dich. Ja, ich sag's ja noch. Rüsten wir mal ein bisschen auf hier für den. Er will's, er kriegt's. Und er kriegt's nicht. Er hat mich überfahren, die Sau. Wir klettern hier hoch. Ja. Kann er mir mal wirklich alles? So. Okay, mach kurz Pause. Warten wir. Wen höre ich denn da atmen? Was hat er denn vor? Wo fährt er denn jetzt hin? Da kommt er wieder. Jetzt ist er wieder weg. Da kommt er wieder. Jetzt ist er wieder weg. Was ein Typ, Alter. Aha. Wir holen uns erstmal Munition. Ja. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen, bis wir Handgranaten in einem Tomb Raider haben. Ja, wahrscheinlich. Alter, jetzt aber langsam. Oh, da hinten ist Munition. Oh, steckt ah, jetzt, wenn ich. Wenn ich unten bin, kommt er. Oh mein Gott, ich raste aus, dieser kleine Wert. Fuck. Was du gerade sagen wolltest, ich weiß es genau. Dieser kleine, wertvolle, wertgeschätzte Mensch. Komm schon jetzt. Hast du das den mittleren gesehen, Pfeiler. Ja. Aha. Ich hol mir das jetzt hier im Eck, ich sehe das nicht ein. Der kann mich mal. Hier, warte. Ja. So.
Ich bin runtergefallen. Ich hab Shift gedrückt. Ich bin gegangen und dann ist runter. Ich weiß genau, was du sagen wolltest. Du hast Storf an den Beinen. Was? Keine M16 mehr? Ist nicht schnell genug und nicht oft genug am Hitten. Ja, danke. Wenn du so weitermachst, ist es natürlich perfekt, Bro. Na also, guck an. Und wir haben sein Motorboot. Was ist denn los mit mir? Was ist denn los mit dir? Wir haben sein Motorboot. Hast du ihm einfach die Yacht geklaut? Ja. Nicht nur das Snowmobil, auch noch die Yacht. So, hier ab nach oben. Nee, glaub nicht. Irgendwer stöhnt da. Ja, das macht er immer. Er hat Bock. So, hier ein Madpack. Geil. Aha. Und jetzt haben wir was ganz Geiles bekommen. Jetzt pass auf. Yay, Freudensprung. Wehe. Imagine. Es ist verbuggt. Es ist verbuggt. Imagine. Das ist einfach zu geil. Hab's. Leute, neue Musik, die haben wir noch nie gehört. Na, das sind die Buschtrommeln. Oh Gott. Geil ist es, dass sie jetzt Musik in den Leveln haben. Es gab schon immer Musik in den Leveln. Ja, aber nicht so oft und so, weißt du? Nein, da unten liegt Mun. Oh, siehst du's? Unten in der Schlucht. Ja. Oh nein. Kann nicht dein Ernst sein. Oh, wir müssen da runter, ist dir bewusst, ne? So ein gieriger. Hä, wir müssen hier runter. Das ist vorgesehen. Die Vorsehung. Aha. Ist okay, Orakel. Oh, ich hab ihn genau gesehen. Alter. Erstmal ausrasten. Alter. Was haben wir da hinten? Hauptsache, wir haben schon wieder 25 Flares. Übertreiben so. Ah, okay, sehr gut, gar nichts. Will ich denn überhaupt da nach oben? Ich weiß gar nicht. Will ich da nach oben? Das ist auch die Frage. Warum muss ich jetzt an Edgar Allan Poe denken und wer ist das? An was? An wen? Ich habe keine Ahnung, der Name ist auf einmal im Kopf gefloppt. Edgar wer? Kannst du mal googeln? Ja, Edgar Allan Poe war ein amerikanischer Schriftsteller aus Massachusetts, Boston. Wie komme ich denn jetzt auf den? Keine Ahnung, er hat Bücher geschrieben, sowas wie The Murders in the Whatever. The Telltale Heart, The Raven und 45 weitere. Okay. Woher kennst du Edgar Allan Poe? Weiß es nicht. Der gute. Du bist tot. Sie hat sich. Sie hat auf einmal. Ich. Er wurde nur 40 Jahre alt und okay. Er hatte ein Bärtchen, das sehr an einen alten Bekannten erinnert. Oh. Ja. Okay.
schön das Game auf 10 Minuten strecken. Ich krieg zu viel. Aha. Ah. Die Buschtrommeln, wo sind sie? Ah, da. Nein! Vor allem, sie steigt wieder von links auf. What the fuck war das denn? Aha. Nochmal, warum musstest du jetzt an Edgar Allan Poe denken? Ich weiß es nicht. Ich hatte auf einmal den Namen im Kopf. Hä, ja, aber woher kennst du den Namen? Ich weiß es auch nicht. Eigentlich nicht so einer, der viel mit Literatur anfangen kann, ne? Hä, doch? What? Ja, nee. Ich hab schon ohne Ende gelesen, doch. Du kennst mich gar nicht. Du hast ohne Ende gelesen? Ja. Was hast du gelesen? Fuck. Vieles. Ich habe alle Harry Potter Bücher gelesen, ich habe, was mir jetzt geil einfällt, sind die Gladiator Bücher, das ist über einen Jungen, der wird entführt und dann als Gladiator großgezogen, kämpft dann in der Arena. Aber das ist auch schon wieder ewig her, dass ich das gelesen habe. Ich habe auch verschiedene Fantasy-Geschichten. Ich hab sau viel gelesen. Ja. Okay. Kann ja gerne mal ein Bild von meinen Büchern schicken. Das war dann 1607, ne? Als es noch kein PC gab. Oder Audible. Da warst du auch noch so jung wie ich jetzt. Ja, ich bin ja auch schon Mitte 40. Erst? Nein, bin ich nicht. Alter, wenn ich irgendwann mal aufwache und mir denke, fuck, ich bin 40, Alter. Oh Gott. Aber ist ja noch ein paar Tage hin. Der war interessant, tatsächlich. Der war sehr, sehr. Ich probiere gerade was. Genau. Yay, die dauert viel zu lang, die Animation. Okay, und jetzt? Hier drüber, oder wie? Mit dem Schneemobil da rein, oder nicht? Wie wirst du das Schneemobil von da... Ach so. Ah, ja, ach so. Mr. Edgar Allan Poe. Nein, so nicht. Wir kriegen das hin. Die macht es stark in diesem Schneemobil. Können wir das schaffen? Yo, wir schaffen das. Yay. Boah, das ist voll der geile Move, wenn um dich rum Leute stehen würden, einfach so rumdriften und brrrr. Erinnert mich an Mandalorian Folge 1. Mit dem LMG, falls du dich erinnerst. Oben steht 10 CCP. Siehst du's? Oh ja, CCCP. Hammer und sicher. Ja. What? Ist das jetzt hier die Etappe, in der wir das lösen? Ich stecke fest. Ist er tot oder wo ist er hin? Oh, nee. Nein. Jetzt ist er tot. Ja. Und jetzt bist du tot. Das ist also, warum man da 5 Minuten braucht? Nein. Ja, dann fangen wir an hier jetzt. Ich lade mal zurück und dann machen wir das. Was, the secret? Ja. Ich weiß nicht, wann wo das Secret kommt. Weißt du? Wieso weißt du das nicht? Nee, aber du hast doch gesagt, du bist allwissend. Jetzt warte, stopp. Steig mal kurz ab. Tatsächlich ist das die Etappe, wo das Secret kommt. Interessant. Dann töte mal den Hansel mit seinem Schneemobil. Ohne Schneemobil.
Wie ohne Schneemobil? Nein, mach ruhig. Ich wollte dir eine Challenge geben. Die Sau, der hast Bait. Du das gesehen? Er der hat mich rausgebaitet, der Hund. Der hat dich richtig oh gebaitet, mein Gott. Alter. Ich glaube es einfach, nicht. Er ist einfach MVP. Oh mein Gott. Was ja, er getan ganz, hat. Ganz ehrlich, er hat es so verdient, dass er gewinnt. Ich glaub's nicht. Wunderbar. Ich glaube, sein Ding ist weg. Okay, und jetzt? Ich stecke fest. Jetzt geh doch mal in den anderen Raum. Also auf die andere Seite. Ja, ich versuch's. Wunderbar. Okay. Absteigen. Links hoch. Okay. Geradeaus und dann links halten, nachdem du den Typen da hinten getötet hast. Nee, der kommt gleich erst. Links. Achso. Er ist so fett in die Wand gesprungen, passiert mir öfters. Was? Ja. Wo ist das? Direkt bei dir. Oh. Hä? Hä? Wieso ist das Eis weggeschmolzen, weil da Eiskugeln rein? Hä? Gebrochen. Aber dann, aber... Unwichtig. Okay. Und wie ist das verbunden mit Eisbrechen? Mach die Tür auf? Aha. I don't know. Okay. Geh da rein, sammel, was zu sammeln ist und geh da raus. Scheinbar gibt's da nichts zu sammeln aus. Ah. Hebel? Unwichtig, hat er betätigt. Ins Wasser springen. Tauchen. No way. Okay. Da kommt eigentlich dieser Gang, genau da durch. Nur kurz auftauchen. Mehr hättest du nicht machen müssen. Geradeaus bis an die Oberfläche. Okay. Links weiter, wo es hell wird, zum Schnee. Mhm. Da kannst du dann direkt mal speichern. Jetzt gleich kommt eine Passage, die muss man first try schaffen. Also okay. Die Platten zerbrechen halt, darum geht's halt. Jetzt gehst du von dort aus einmal in die Mitte. In die Mitte. Von der Mitte aus nach links. Also jetzt weiter, weiter, weiter. Weiter, weiter, weiter. Links. Und nach oben. Wie? Da hoch. Genau. So, jetzt warte kurz. Jetzt gehst du den Block hoch, genau, jetzt speicherst du. What the fuck ist das denn? Das ist einfach nur alles das Secret, okay? So wird's im Secret angezeigt. Ja, jetzt musst du über die Platten laufen bis zum Ende. Die zerbrechen. Nein. Alter, ist das räudig. Ja, du musst ja noch nicht springen. Okay. Das gehört dir. Warum war der unsichtbar? Ich weiß es nicht. Aha. So, jetzt Sekunde. Das ist gerade. What the fuck? Ja, das ist richtig so. Sekunde, Sekunde, Sekunde. Was so, ist von das hier? Dort aus. Ja, ja, warte, warte, warte. Da unten ist Dreh dich nach rechts. Ja. Spring darüber. Mit Anlauf oder? Ja, denke ich schon.